Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich über Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, woran man das erkennen kann und wie dann die weiteren Schritte sind. Let's go! Prinzipiell lässt sich sagen, dass Depressionen nicht nur im Erwachsenenalter auftreten. Ja, also wir kennen das zum Beispiel bei Rentnern, dass sie eventuell in eine Depression verfallen und der Schweregrad ist dann natürlich auch wieder abhängig von verschiedensten Faktoren, sozialem Umfeld, weiterer Lebenssinn und so weiter und so fort, gesundheitlicher Zustand etc., finanziellen Ressourcen oder auch bei Studenten, Studentinnen, Berufstätigen, ja, Existenzängste, gesundheitliche Krisen, private Krisen, berufliche Krisen, ständig ist irgendwo eine Krise, ja, kollektive Krisen, Kriege und so weiter und so fort. All das kann dazu führen, dass jemand depressiv wird. Natürlich dann auch hinzukommen diverse genetische Dispositionen und soziale Umwelteinflüsse. Ja, also spielt auch eine Rolle, wo jemand lebt, in einer Großstadt, auf dem Land, wie die Beziehungen sind und so weiter und so fort. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es tatsächlich aber auch Depressionen und ja, seit der Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns auch immer mehr Fälle für Kliniken und für ambulante Dienste und wir alle wissen, dass der Bedarf tatsächlich höher ist als die Angebote. Also es gibt mehr zum Beispiel Eltern, die mit ihren Kindern therapeutische Angebote in Anspruch nehmen möchten, diese aber nicht bekommen, weil die Wartelisten unendlich lang sind. Zum Thema Depression bei Erwachsenen habe ich auch schon einige Podcast-Folgen hier auf meinem Kanal hochgeladen. Wenn dich das näher interessiert, check meine Playlist Mental Health Motivation Mindset oder auch einzelne Podcast-Folgen, die ich dir in der Beschreibung verlinken werde. Fakt ist, wie gesagt, dass bei Kindern und Jugendlichen auch Depressionen auftauchen können, sich allerdings anders bemerkbar machen. Und im Folgenden spreche ich darüber, worauf du achten kannst, wenn du zum Beispiel selber Kinder hast oder Neffen, Nichten, ja, oder auch mit Kindern arbeitest. Bei Kindern und Jugendlichen ist es normal, dass sie aufgrund der Entwicklung, vor allem während der Pubertät, öfter mal nicht so gut drauf sind. Ja, also es ist wichtig zu wissen, dass die Symptome sich eben bei kindlichen und jugendlichen Depressionen von den Symptomen bei Erwachsenen unterscheiden und die Beschwerden sich natürlich auch je nach Altersklasse unterscheiden können. Ja, also ein Kleinkind zeigt das anders als bei Vorschulkindern, das der Fall ist. Kleinkinder zum Beispiel, ja, da kann man es schwierig erkennen, weil sie natürlich ihre eigenen Gefühle noch nicht so gut zuordnen und benennen können. Eventuell können sie auch noch gar nicht sprechen oder sie sprechen eine andere Sprache als die Bezugspersonen. Ja, in Zeiten von Internet lernen sie teilweise Fremdsprachen vor der eigenen Muttersprache. Ich habe das selbst gesehen. Und deswegen ist da der Fokus mehr auf körperliche Symptomatiken zu lenken, wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, auch Bauchschmerzen. Depressive Kleinkinder schreien sehr viel, weinen sehr viel. Und ein weiteres Anzeichen für eine kleinkindliche Depression kann auch sein, dass sie sehr anhänglich sind oder exzessiv an ihrem Daumen, an den Fingern herumlutschen, immer irgendwas im Mund haben müssen, obwohl sie schon ja, aus der oralen Phase draußen sind oder eben ja, einfach in extremer Form das praktizieren, sage ich mal. Ich möchte betonen, dass all diese Symptomatiken oder all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, nicht automatisch bedeuten, dass ein Kleinkind depressiv ist. Ja, aber es kann sein. Darum muss man das genau beobachten und weitere Faktoren eben auch hinzuziehen und natürlich auch dann mit anderen darüber sprechen. Es kann auch dazu führen, dass ein Kleinkind dann eher passiv ist, desinteressiert und überhaupt gar nicht mitmacht bei nichts mehr, ja, also kein Interesse zeigt an der Umwelt, nichts mehr spielt, ja, solche Dinge können mit hineinspielen. Bei Vorschulkindern oder auch Kindergartenkindern ist das dann schon wieder anders, natürlich auch wieder verbunden beispielsweise mit anhaltenden körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Lustlosigkeit, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Aggressivität, das kann auf eine Depression hinweisen, wie gesagt, ich betone immer, das ist mir ganz wichtig, kann, nicht muss. Also nur weil ein Kind solche Zeichen oder Symptomatiken aufweist, bedeutet es nicht, dass es automatisch depressiv ist. Aber da muss man dann eben genauer hinschauen und das erkläre ich dann noch im weiteren
Auch Verhaltensänderungen können ein Hinweis sein. Also wenn ein Kind zum Beispiel, was immer fröhlich war, was immer viel gelacht hat, auf einmal nicht mehr lacht, vielleicht auch öfter mal fehlt, ja, dann muss man ja genauer hingucken und sich überlegen und sich fragen, was könnte der Grund dafür sein, und dann diese natürlich auch der Reihe nach ausschließen. Ja, also nicht gleich sagen, aha, da ist jemand depressiv, sondern was könnte man alles in Betracht ziehen und das dann der Reihe nach sozusagen in Anführungsstrichen abarbeiten. Im Schulalter, ja, da gibt es eigentlich auch ähnliche Symptomatiken. Scheinbar grundlose Traurigkeit, also die man von außen betrachtet nicht verstehen kann. Ja, zum Beispiel, wenn man sich denkt, naja, das Kind wohnt bei seinen Eltern zu Hause, es hat gute Kleidung, gute Spielsachen. Man weiß jetzt nicht, was da los sein könnte. Ja, Reizbarkeit, Wutausbrüche, Schuldgefühle, Versagensängste, auch eben verbunden mit der Schule, mit den Noten, Leistungseinbrüche. Und viele betroffene Kinder verlieren dann eben auch ihr Interesse an den eigenen Hobbys, machen nichts mehr, treffen keine Freunde mehr, haben keine Freizeitaktivitäten mehr, ziehen sich zurück, sind vielleicht nur noch im Internet oder auf Social Media. Wie gesagt, das kann auf eine Depression hinweisen, muss aber nicht. Ja, wie gesagt, man muss das immer im großen Ganzen sehen. Ich sage nur, was eben zum Teil da zutage kommen kann. Ja, also man kann nie sagen, aha, so und so. Ja, das ist wie wenn du, warum habe ich Kopfschmerzen, bei Google eingibst und dann kommen da die schlimmsten Szenarien und Möglichkeiten, die ich dir jetzt nicht nennen möchte, und ich empfehle dir auch Google niemals, warum habe ich Kopfschmerzen, weil du dann denkst, ich falle in den nächsten 10 Minuten tot um. Ja, also auch allgemein vorsichtig sein mit so Google-Diagnosen, weil sie niemals die Diagnose von einem kompetenten Facharzt oder einer kompetenten Fachärztin ersetzen können, ja, also vorsichtig sein, auch mit diesen ganzen TikTok-Diagnosen. Heutzutage ist irgendwie jeder Arzt und jeder ist Coach und jeder weiß irgendwas. Das ersetzt alles nicht die ärztliche Kompetenz, ja, oder eine ärztliche Diagnose. Wenn dir jemand auf TikTok erzählt, das sind die Anzeichen für ADS, das sind die Anzeichen für Autismus, was auch immer, dann bedeutet das nicht, dass das automatisch zutrifft, weil teilweise ist es auch so formuliert, dass es irgendwie auf jeden zweiten zutrifft. Also die Diagnose stellt am Ende des Tages und auch zu Beginn jedes Tages nur ein, ja, Arzt oder eine Ärztin und kein TikTok-Mensch mit 100.000 Followern. Das möchte ich betonen. Dann, weitere Anzeichen für eine Depression in der Pubertät sind auch andauernde Ein- und Durchschlafstörungen, Appetit- und Gewichtsverlust. Keine Interessen mehr, keine Hobbys mehr oder immer mehr, ja, Rückzug, ja, dann auch Gemütsschwankungen über den Tag hinweg, sozialer Rückzug, ja, also auch dieses kein Interesse mehr an Freundschaften, wenig Selbstvertrauen, eventuell auch einhergehend mit übermäßigen Alkohol- und Drogenkonsum. All das kann auf eine Depression im Teenageralter hinweisen. Wie gesagt, kann, nicht muss. Und das ist eben auch das Schwierige bei Kindern und Jugendlichen, weil sie eben ständig in verschiedenen Phasen sind und weil sich das Gehirn bis zum 25. oder gar 27. Lebensjahr im Rahmen der Adoleszenz noch weiterentwickelt. Und das heißt, es ist eben in der Pubertät besonders sensibel und eine permanente Baustelle, weswegen du als Erwachsener nicht immer rational an Jugendliche rankommst, weil eben dieser präfrontale Kortex, der fürs langfristige Denken zuständig ist, noch in Bearbeitung ist, noch nicht fertig ist, und deswegen handeln Jugendliche auch mehr nach Gefühlen und nicht nach Ratioverstand. Also sie können dir oft nicht erklären, warum sie das jetzt gemacht haben, sie können dir nicht sagen, so und so gehandelt haben, reagiert haben, weil sie das in dem Moment dann auch nicht mehr wirklich rekonstruieren können. Eine weitere Symptomatik, die ich jetzt vergessen habe, die mir gerade noch spontan einfällt, ist auch selbstverletzendes Verhalten, also Autoaggression. Bei Kleinkindern habe ich das gesehen, beispielsweise Haare rausreißen exzessiv oder gegen eine Wand laufen mit voller Wucht, immer und immer wieder sich den Kopf anstoßen, um sich irgendwie zu spüren. Ja, die Nägel kauen, bis sie blutig sind. Das gibt es ja in allen Altersgruppierungen, auch bei Erwachsenen. Und ja, natürlich dann auch extremes selbstverletzendes Verhalten, ja, sich schneiden und ja, Zigaretten ausdrücken, ja, um sich selbst zu spüren. Und das sind natürlich dann schon die Härtefälle. Hinzu kommt natürlich die ganze Social Media Welt, die einen enormen Druck auf Kinder und Jugendliche macht, weil es eben da auch umso mehr drum geht, ob du dazugehörst oder nicht, ob du ein cooles Leben hast, was du allen präsentieren kannst oder nicht, wie viel Geld du hast, wie viel Status du hast, wie viel Likes du hast, und dann natürlich die ganzen Nachrichten, die du da auch geschickt bekommst, ja, wenn dann ein 14-jähriges Mädchen denkt,
dass es für immer Jungfrau bleiben wird, wenn es jetzt nicht dem 20-Jährigen, der ihr da geschrieben hat, ein Nacktbild schickt, dann ist das natürlich fatal für die Psyche und man hört auch immer wieder, dass sich einfach Minderjährige umbringen aufgrund des psychischen Drucks, auch Cybermobbing, weil Mobbing jetzt einfach nicht mehr nur in der Schule geschieht oder auf dem Pausenhof, sondern sich auch ins Kinderzimmer verlagert, weil du über das Internet, über Social Media immer erreichbar bist, 24/7 und du kannst eben als Jugendlicher nicht einfach mal offline gehen oder sagen, dann melde ich mich aus allen Social Media Accounts ab, weil du dann eben auch nicht mehr Teil des Gefüges bist. Du bekommst nicht mehr mit, was deine Klassenkameraden machen. Du bist nicht mehr mit dabei. Du bist ein Außenseiter und das willst du natürlich nicht. Du willst nichts verpassen. Du willst dazugehören. Viel Kommunikation auch über die Schule und Freundschaften finden eben über Social Media statt und wenn du da dann komplett ausgeloggt bist und alles gelöscht hast, alle Accounts, dann bist du quasi nicht mehr existent. Also für Jugendliche ist die digitale Existenz ja teilweise fast schon wichtiger als die analoge und das ist eben etwas, was viele Erwachsene nicht greifen können, weil sie ohne Internet oder zumindest ohne Social Media aufgewachsen sind. Damit komme ich dann auch schon zu weiteren möglichen Ursachen einer Depression bei Kindern. Also selten gibt es nur eine Ursache, vielmehr wirken da immer verschiedenste Faktoren zusammen. Ja, also in der Psychologie nennt man das dann ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen. Also zum Beispiel biologische Vorgänge im Körper, ja diese klassischen Stimmungsschwankungen, wenn du eben 14, 16 bist oder auch jünger und älter. Psychische Faktoren und natürlich auch Erlebnisse, die du im sozialen Umfeld machst. Ja, also psychosoziale Einflüsse im Kindesalter, in der Jugend, all das spielt eine Rolle und man kann nie etwas isoliert voneinander sehen. Ja, also man kann nie sagen, aha, A führt zu B, sondern das sind eben auch Multikausalketten und da spielen viele Dinge mit rein, die den Eltern, Pädagogen, Lehrkräften, dem gesamten Umfeld nicht bewusst sind oder zumindest nicht so bewusst sind, dass sie auf alles einzeln eingehen können, weil ja jeder immer nur eine Perspektive einnehmen kann. Ja, ein Elternteil nimmt ein Kind anders wahr als eine Lehrkraft. Deswegen ist es auch wichtig, dass sich immer alle zusammentun und ihre jeweiligen Perspektiven austauschen, damit man zumindest annähernd ein Gesamtbild bekommt. Ja, wie eine Art Drohne, die fliegt drüber und checkt die Lage und eben nicht nur eine Kamera, die einen Winkel abfotografieren kann. So kannst du es dir vorstellen. Zu den Risikofaktoren für jugendliche und kindliche Depression zählen beispielsweise starke und länger anhaltende familiäre Probleme, die Trennung der Eltern, häusliche Gewalt, schwere Erkrankungen oder Todesfälle in der Familie, Über- oder Unterforderung in der Schule, Erfahrung von Mobbing und Stalking, online wie offline, eine unerwünschte Schwangerschaft, sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und natürlich Alkohol- und Drogenmissbrauch. Wie eingangs schon erwähnt, hat die Pandemie eben auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ich persönlich finde ja, dass Mental Health ein eigenes Schulfach sein sollte, ab der ersten Klasse, am besten auch schon in Kitas, weil diese soziale Isolation von Gleichaltrigen, die damit einhergehend eben auch bedeutet hat, weniger körperliche Aktivität, ja weniger Sport, und damit auch einhergehend mehr Zeit zu Hause. Wenn alle zu Hause sind, gibt es automatisch mehr häusliche Konflikte. Ja? Und die häusliche Gewalt ist ja auch bundesweit gestiegen während der Lockdowns. Das ist ja ein Fakt. Und die Dunkelfeldziffer ist natürlich nochmal höher als die offiziellen Zahlen. Ja? Und letztlich auch die Zunahme eben von Cybermobbing in Social Media. Und all das sind dann eben zusätzliche Belastungsfaktoren für die psychische Gesundheit von Jugendlichen, die eben nicht normal aufwachsen durften mit normalen Problemen, sage ich mal, sondern da kam dann eben eine Pandemie mit zig Lockdowns, dann wirst du da die ganze Zeit angeschrien, dass du deine Maske nicht richtig trägst, das ganze Drama mit dem Impfen, ja, jetzt dann die Kriege, all das sind eben Zusatzbelastungen zur Pubertät und deswegen ist Mental Health wirklich sehr ernst zu nehmen, vor allem in der heutigen Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit Kindern und Jugendlichen um? Prinzipiell empfehle ich, dass man das Verhalten protokolliert, sowohl als Pädagoge als auch als Elternteil und sich natürlich mit dem sozialen Netzwerk austauscht. Wie gesagt, andere Perspektiven einnehmen. Gibt es vielleicht einen Fußballtrainer
oder irgendein Verein, wo Leute mit dem Kind zusammenkommen, andere Eltern, die das Kind auch wahrnehmen bei Treffen, Lehrkräfte, ja, dass man da immer im Austausch bleibt, um zu gucken, wie entwickelt sich das Kind, der Jugendliche, wie wird er von anderen wahrgenommen und das dann eben auch, wie gesagt, für sich festhalten, natürlich auch immer im Dialog bleiben mit dem Kind und mit dem Jugendlichen und ganz wichtig bei negativen Verhaltensweisen, nicht zusätzlichen Druck aufbauen und Schuld- und Schamgefühle aufbauen im Sinne von, schau mal, du hast dir schon wieder die Nägel blutig gekaut oder schau mal, du hast jetzt schon wieder betrunken, was soll das? Ja, weil damit macht man es nicht besser. Das ist immer nur eine Symptombekämpfung und letztlich, ja, ist das eben nicht das klassische, das Problem bei der Wurzel packen. Wie gesagt, es ist schwierig herauszufinden, ob es sich um eine Verstimmung handelt im Rahmen der Pubertät oder eben um eine Krankheit, weil Depression ist eine Krankheit. Spätestens wenn das Kind Selbstmordgedanken äußert, sollte man zeitnah einen Facharzt oder eben eine Fachärztin aufsuchen. Manche denken immer noch, dass ein Hund, der bellt, nicht beißt. In dem Sinne, dass jemand, der Suizidgedanken äußert, sich nicht wirklich vorhat, das Leben zu nehmen, sondern nur Aufmerksamkeit will. Das ist ein Irrglaube. Wenn jemand Suizidgedanken äußert, muss man das immer ernst nehmen. Und bei akuten Suizidgedanken muss man den Notruf wählen, unter der 112 oder eben auch die Polizei unter 110. Wichtig ist prinzipiell eigentlich immer die Bindung, weil wenn ein Kind keine Bindung hat, kein Vertrauen hat zu den Eltern oder zu wem auch immer, dann kann es auch nicht über seine Notlage sprechen, weil es eben Angst hat vor Schuld und ja, Vorwürfen, Schuldzuweisungen und Vorwürfen und hat auch Angst, über die eigenen Ängste zu sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass es ein gutes soziales Netzwerk gibt. Ich persönlich bewundere das immer bei muslimischen Communities, weil da gibt es dann nicht nur Papa, Mama, sondern dann gibt es eben auch viele Geschwister, dann gibt es irgendwie viele Cousins, Tante, noch eine Tante, noch ein Onkel. Und wenn dich die Eltern langweilen, dann kannst du auch mal zu deiner Tante irgendwie gehen. Aber ich sage jetzt mal, in den klassischen deutschen Familien, kann man jetzt natürlich pauschal nicht sagen, ja, also nicht falsch verstehen, aber so in der Durchschnittsfamilie ist es eben doch heutzutage mehr und mehr zunehmend so, dass es eben die Eltern gibt und die Großeltern wohnen entweder weit weg oder sind nicht mehr am Leben oder haben keine Zeit oder sind schon so gebrechlich. Ja, und Tante, Onkel gibt es eventuell auch nicht. In der Nachbarschaft ist jeder auch mit sich selber zu tun und deswegen sind Familien heutzutage zunehmend isoliert und auf sich selbst so zurückgeworfen. Ja, und du kennst vielleicht das Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ich persönlich halte das für sehr wahr, weil ich glaube, dass ein Kind mehr braucht als nur ein Papa und eine Mama, sondern eben auch andere Bezugspersonen, denen es sich gegebenenfalls anvertrauen kann, wenn es mal schwierig ist zu Hause, aus welchen Gründen auch immer. Ja, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, dass Kinder außerhalb der Schule auch etwas machen, weil die Schule eben auch oft ein Ort ist für zusätzliche Belastung und Stress. Ja, du wirst immer gelabelt, sobald du keine guten Noten hast, bist du gleich ein Versager. Ja, dann kriegst du daheim Ärger, weil die Eltern sagen, du musst lernen, du musst besser sein, bist du dumm, was soll das? Ja, und es ist immer Stress und immer Ärger und dann braucht man eben auch einen Ort, wo man mal sich von den Eltern erholen kann, wo man sich von der Schule erholen kann und das kann zum Beispiel ein Sportverein sein oder ein Leseklub oder was auch immer einem der liegt, da müssen auch die Eltern ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln, wo das Kind sich frei entfalten kann und ohne Druck einfach etwas machen kann, um kreativ zu sein, ja, irgendwas malen oder zeichnen oder wie gesagt, Sport finde ich immer gut, sportliche Bewegung, Tanzen, ja, Ausdruckstanz, Schauspielerei, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich werde dir da auch eine kecke Podcast-Folge zum Thema Fred Feuerstein-Mindset verlinken, wo ich eben auch nochmal drauf eingehe, dass Familien sich nicht isolieren sollen, weil du das heutzutage nicht mehr packen kannst. Wir leben nicht mehr in den 80ern, da funktionierte das eventuell noch, aber in der heutigen Zeit funktioniert das nicht mehr. Du brauchst viel mehr Anlaufstellen und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich irgendwie Hilfe oder Beratung von außerhalb sucht. Das ist niemals ein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Ja, wie oft habe ich jetzt schon auch Reportagen angeschaut oder von anderen direkt oder indirekt gehört, wie schlecht es enden kann, wenn man die Gefühle von Kindern und Jugendlichen nicht ernst nimmt, ja? Suizide mit 13, komplette Abstürze,
Und das ist einfach kein Spaß und dazu sollte es nicht kommen. Deswegen lieber frühzeitig Hilfe holen und nicht Angst haben, dass das Umfeld einen dann irgendwie als unfähig oder inkompetent labelt. Weil, wie gesagt, perfekte Familien gibt es nicht. Es gibt keine perfekten Beziehungen und es gibt auch keine perfekte Kinder. Ja, hierzu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Das Shameless Mindset, das ist natürlich eine sehr extreme und sehr dysfunktionale Familie, aber satirisch aufgefasst, ja. Wie gesagt, es gibt keine perfekten Familien und lieber holt man sich Hilfe. Es ist egal, wer was über einen denkt. Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen gesund und stark aufwachsen können. Und wenn sie mal eine schlechte Phase hatten, wo sie Hilfe brauchen, dann ist das eben so, ja. Also lieber Hilfe annehmen und dafür bleiben alle am Leben und kommen klar, als dass dann irgendwer das Leben verliert. Das darf es niemals wert sein, dass man irgendwie zu stolz war, sich Hilfe zu holen, ja. Prinzipiell lässt sich natürlich sagen, dass es viel Geduld braucht und auch Empathie, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen, die depressiv sind, weil sie eben einen Raum brauchen für Gespräche und jemanden, der ihnen zuhört. Und das geht eben nicht, wenn du dann daherkommst und sagst, so, ich will jetzt mit dir reden, weil du damit auch Druck aufbaust. Also eventuell kann man das schöner verpacken, indem man eine gemeinsame Aktivität startet und einfach ein Gespräch anfängt und guckt, in welche Richtung es führt, ob das Kind oder der Jugendliche von sich aus etwas erzählt. Oder inwieweit das dann ja mehr zu Schweigen führt, aber sobald man Druck aufbaut, machen Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene dicht. Also das ist ja auch normal irgendwo. Also keiner hat Bock, sich unter Druck setzen zu lassen, weil der Druck kommt eh schon von allen Seiten. Und wenn da einer sagt, unter Druck entstehen Diamanten, ja, das mag manchmal wahr sein, aber manche zerbrechen auch unter Druck. Und Suizidalität und Depression ist eben kein angenehmer Druck mehr rückwirkend betrachtet, ja. Deswegen auch prinzipiell wichtig, angenehme Gesprächssituationen schaffen, immer wieder den Austausch suchen, den Dialog, nicht nur immer dieses, wie war es in der Schule, was hast du gelernt, welche Note hast du, was haben die anderen für eine Note, ja, sondern mehr auf das Kind selber eingehen oder auf den Jugendlichen, welche Gedanken hat er, welche Gefühle hat er oder sie natürlich und dann Unterstützung anbieten, ja. Ganz, ganz wichtig und wie gesagt, Suizidalität, Suizidgedanken immer ernst nehmen. Wenn man das Gefühl hat, jemand hat Suizidgedanken, dann das auch nicht für sich behalten, sondern direkt ansprechen, natürlich einfühlsam und sagen, du, ich habe das Gefühl, du lebst nicht mehr so gern. Ja, man kann das auch schöner verpacken und oft nimmt man dann betroffenen Kindern und Jugendlichen auch den Druck, darüber zu reden, weil sie sich dann trauen und wissen, ich kann darüber sprechen, weil jemand denkt auch schon in die Richtung, bei mir jemand nimmt mich überhaupt wahr. Ja? Also das ist auch ein Irrglaube zu denken, wenn man Suizidgedanken thematisiert, dass man dann erstmal jemanden auf schlechte Ideen bringt, ja? Sondern das natürlich ja, in angenehme, empathievolle Worte verpacken und auch gleich einhergehend mit möglichen Hilfen und konkreten Zukunftsplänen. Also man kann dann auch nicht das betroffene Kind oder den betroffenen Jugendlichen damit dann stehen lassen, sondern man muss auch weitere Schritte gehen und zwar nicht nur mental, sondern natürlich auch real. Es gibt da tatsächlich auch gute Coaches von Krankenkassen zum Thema Depression, da werde ich dir was in der Beschreibung verlinken. Prinzipiell, wie gesagt, das Vorstellen bei einem Psychologen, bei einem Psychiater unbedingt notwendig, wenn solche Symptomatiken vor allem über einen längeren Zeitraum vorhanden sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, was ist ein längerer Zeitraum? Das kann bei einem 2 Wochen sein, beim nächsten sind es 2 Jahre und beim wiedernächsten sind es 3 Monate. Also das lässt sich pauschal nie sagen. Das ist auch immer abhängig davon, was für ein Typ, was für ein Charakter das jeweilige Kind ist. Und da braucht man dann eben auch wieder vor allem Bindung, weil man dann erst versteht, ob sich jemand verändert. Also die, die eine gute Bindung zu jemandem haben, merken ja als Erste, ob etwas nicht stimmt. Wenn du keine Bindung hast, dann wirst du auch keine Veränderungen feststellen, weil ja, du überhaupt kein Bewusstsein dafür hast, mit wem du es zu tun hast, wie dein Gegenüber vom Charakter her ist. Du wirst dann die Fragen nicht mehr beantworten können, rückblickend, wenn dann jemand fragt, ja, ist dir nichts aufgefallen? Hat er nicht irgendwie sich komisch verhalten? Ja, also das ist wichtig. Bindung ist das Allerwichtigste, gerade in der heutigen Zeit, wo eben auch so viel Personalmangel ist im Bildungssystem, dass Bindungen aufgebaut werden, auch immer mehr Kinder und Jugendliche finden eben nur in staatlichen Organisationen Halt, weil die Familien auseinanderbrechen, weil die Eltern mit sich beschäftigt sind, selber Probleme haben mit der Arbeit, ja, Jobverlust, private Krisen und so weiter und so fort. Berufliche Neuorientierung und da finden Kinder und Jugendliche eben oft nur Halt in Kindertagesstätten und Schulen und deswegen
ist die Verantwortung dort natürlich auch umso größer, aber eben aufgrund des Personalmangels kaum zu stemmen, weil es einfach zu viele gibt, zu viele Kinder auf zu wenig Personal bundesweit. Und es ist natürlich auch ein politisches Versagen. Das hatte ich bereits mehrfach auch hier auf meinem Kanal thematisiert. Nichtsdestotrotz muss man natürlich der Realität ins Auge blicken und kann nicht warten, bis die Politik mal handelt, und muss dann immer sich auf das fokussieren, was man eben beeinflussen kann. Und das ist eben die eigene Haltung. Wie geht man damit um, wenn man das sieht, wenn man das mitbekommt? Und auf das eigene Umfeld. Ja, also nicht nur die eigenen Kinder, auch die Kinder von deinen Freunden. Du bist nicht nur für deine eigenen Kinder verantwortlich oder für die Kinder, mit denen du arbeitest, sondern prinzipiell für alle, die dir irgendwo irgendwie begegnen. Ob das jetzt 10 Sekunden sind oder 2 Jahre oder bei deinen eigenen Kindern bestenfalls das ganze Leben über. Du bist verantwortlich und diese Verantwortung kannst du auch nicht abgeben als Erwachsener, ja. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, über diese Thematiken auch aufzuklären. Wie gesagt, ich finde, Mental Health sollte ein Schulfach sein, weil wir eben in anderen Zeiten leben. Wir leben nicht mehr in den 80ern, ja, sondern es ist jetzt einfach alles anders. Alles ist irgendwie krasser und Kinder und Jugendliche, die haben eben auch noch nicht so die, ich sag mal, Krisenfähigkeit wie ein Erwachsener, der eben schon einige Krisen gemeistert hat und sich bei neuen Krisen daran erinnern kann und eine gewisse Standhaftigkeit, Resilienz, Widerstandsfähigkeit entwickeln konnte, sondern Kinder und Jugendliche, die wachsen einfach auf und wenn dann plötzlich Krisen kommen, wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die Erwachsenen können ihnen das teilweise auch nicht sagen, weil eine Pandemie beispielsweise und diese Lockdowns, die gab es ja in der Geschichte so noch nicht. Ja, also du kennst sicher keinen, der dir von irgendwelchen Lockdowns in seiner Jugend erzählen konnte. Ja, also in dem Ausmaß und mit diesen, ja, Auswirkungen. Und ich möchte betonen, dass ich mich hierbei nur auf die psychologischen Auswirkungen beziehe und hierzu auch eine Podcast-Folge zum Thema Mikrotraumata aufgenommen habe, die ich dir auch in der Beschreibung verlinken werde, weil letztlich die Lockdowns eine Art kollektives Trauma dargestellt haben für die Menschen und eben vor allem für Kinder und Jugendliche, weil sie damit nicht umgehen konnten. Ja, wie auch? Also, wo lernst du sowas? Also, wenn ich dran denke, wenn ich so, als ich 13, 14 war, ich habe schöne Dinge gemacht, ja? Also, ich hatte nicht mit so einem Lockdown-Zeug was zu tun, Gott sei Dank. Ja, also, ich konnte da normal aufwachsen und musste da nicht an irgendein Virus denken und an irgendwelche Masken und wann ich wo sein darf, wie lange Abstand. Das sind alles Sachen, die sind ja außerhalb der, ich sag mal, Normalität gewesen. Die waren ja zum Teil natürlich notwendig, ja, um das Ansteckungsrisiko zumindest zu vermindern und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich vertrete hier keine politische Meinung auf diese Thematik, auf die Lockdowns, sondern eine psychologische, und die besagt eben, dass viele da Schaden genommen haben und es auch immer mehr Menschen gibt, die immer noch unter den Lockdowns leiden und sich psychologische Hilfe suchen müssen, jetzt auch noch nach Jahren. Ja, und das gilt eben auch oder erst recht für Kinder und Jugendliche. Und hinzu kommen dann eben diese ganzen gesellschaftlichen Krisen. Ja, viele haben Angst wegen des Klimawandels, haben Angst, ob es eine Zukunft gibt, haben Angst, dass das Leben keinen Sinn hat, haben Angst vor Wohlstandsverlust, haben Angst vor schlechten Noten, haben Angst vor künstlicher Intelligenz, haben Angst bei Social Media, haben Angst vor den Kriegen, haben Angst vor der Inflation, haben prinzipiell Angst. Das ist eine kollektive Gesellschaft der Angst. Und deswegen muss man eben solche Symptomatiken ernst nehmen und, wie gesagt, am besten so schnell wie möglich einen Arzt zu Rate ziehen, weil der dann auch eben körperliche Ursachen ausschließen kann, ja. Also wie gesagt, so eine Symptomatik muss ja nicht gleich auf eine Depression hinweisen. Eventuell hat es eine körperliche Ursache, ja, irgendein Ungleichgewicht und prinzipiell natürlich die Stimmungsschwankungen, die in der Pubertät normal sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Aber wie gesagt, lieber einmal zu viel Hilfe holen als einmal zu wenig, weil die Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen ist eben ernst zu nehmen. Depression prinzipiell in jeder Altersgruppe ernst zu nehmen, und es ist die Aufgabe der Erwachsenen, dafür Sorge zu tragen, Kinder und Jugendliche zu schützen voreinander, weil wir alle wissen, Kinder und Jugendliche können sehr grausam zueinander sein, ja, aber natürlich auch sie vor sich selbst schützen bei Gefahr, bei akuten Suizidgedanken, und wie gesagt, ganz wichtig, professionelle Hilfe suchen, Ärzte aufsuchen, Fachärzte konsultieren, auf die Warteliste setzen lassen, immer wieder anrufen, immer wieder
reden, immer wieder austauschen mit anderen, mit, wie gesagt, Fachkräften in dieser Thematik. Ja, wirklich professionelle, ausgebildete Fachkräfte, Ärzte und Ärztinnen. Keine Fake-TikTok-Gurus, die Millionen Follower haben, aber überhaupt keine Ausbildung in dem Bereich, sondern bei medizinischen Angelegenheiten braucht es immer einen professionellen Arzt oder eine professionelle Ärztin. Und die findet man ganz klassisch im Internet, im Telefonbuch. Zum Teil haben sie natürlich auch Internetauftritte, aber das lässt sich ja dann nachprüfen am Impressum. Wie gesagt, prinzipiell nicht einfach blind vertrauen, nur weil jemand viel Follower hat. Das heißt in der heutigen Zeit noch gar nichts. Vielleicht sind sie auch gekauft, die Follower. Ja, und jeder ist für irgendwas ein Experte, aber in medizinischen Belangen braucht es eben doch eine fundierte Ausbildung, ein fundiertes Studium und ja. Letztlich, wie gesagt, bei so ernsten Thematiken gibt man doch nicht die Gesundheit in die Hände von irgendwem, der einem irgendwas erzählt, aber nicht mal erklären kann, worauf er sein Wissen gründet. Und vor allem ein paar TikTok-Videos oder Instagram-Reels oder was es auch immer da gibt, ja, die ersetzen ja keine Therapie. Wenn jemand wirklich schwere Symptomatiken hat und wirklich professionelle Hilfe braucht, das ist ganz wichtig, das zu betonen. Wie gesagt, prinzipiell auch der Fokus auf Cyberschutz, auf Schutz vor Übergriffen außerhalb und in der Schule und ja, wie gesagt, Mental Health stärken, ein Bewusstsein für Mental Health entwickeln und verbreiten und natürlich prinzipiell mein Basic Mindset, das Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen stärken sowie die Widerstandsfähigkeit, was meiner Ansicht nach zum Teil auch miteinander zusammenhängt. Wenn dich das näher interessiert, empfehle ich dir auch meine Podcast-Folgen zum Thema Growth Mindset bei Kindern und Jugendlichen sowie Resilienz bei Kindern und Jugendlichen stärken, die ich dir auch in der Beschreibung verlinken werde. Prinzipiell, wenn dich diese Thematiken näher interessieren, empfehle ich dir auch meine Playlist Child Protection und Family Support, wo es ja rund um Kinderschutz und Unterstützung für Familien geht. In diesem Sinne wünsche ich dir ein erhöhtes Bewusstsein für die Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, nicht nur körperliche, sondern natürlich auch die mentale, psychische. Und letztlich braucht es auch immer wieder Supervision für Kinder und Jugendliche, damit sie gesund und stark heranwachsen können. Diese Podcast-Folge verlinke ich dir ebenso in der Beschreibung. Ansonsten verabschiede ich mich, bleib gesund, pass auf dein Umfeld auf, pass auf dich auf, keep it in the village, ciao.